Also über Entlohnungsformen sprechen heißt über im Wesentlichen drei Formen sprechen, nämlich den Zeitlohn, den Akkordlohn und den Prämienlohn. Muss ich ein Stück lohnen? Das ist eine Sonderform des Akkordlohns, der sogenannte Stückakkord. Wir kommen da gleich drauf. Oberbegriff ist Akkordlohn. Wir können den Akkord und den Prämienlohn vielleicht durch eine geschweifte Klammer noch kennzeichnen als Leistungslöhne. Akkord und Prämienlohn sind Leistungslöhne. Und es gibt noch eine vierte Form, die aber so ein Zwitter ist, irgendwo zwischen Zeit- und Akkordlohn steht. Das ist der sogenannte Pensumlohn. Deswegen haben wir hier keinen eigenen Fall, sondern schreiben es zwischen Zeit- und Akkordlohn ein bisschen tiefer, denn dazwischen werden wir keinen Platz mehr haben, aber ein bisschen tiefer. Zwischen Zeit- und Akkordlohn notieren wir den Pensumlohn. Den Pensumlohn bitte notieren zwischen Zeit- und Akkordlohn.